Grüße euch, da sind wir wieder an dem individuell geplanten Haus. Und heute gehen wir einfach mal rein, zeige ich einige Fotos, einige Aufnahmen von außen. Das Haus ist soweit im Rohbauzustand, fast fertig. Deshalb wollte ich euch mal einfach zeigen, wie es auch sowohl von außen als auch von innen aussieht. Individuell geplantes Haus in Pidiwebrui, ungefähr 120 Quadratmeter. Bleibt dran! So, hier wie gesagt, es wird ja langsam aufgeräumt. So, ihr seht ganz genau, da links ist ein bodentiefes Fensterelement, da ein normales Standardfenster und da die sehr große und sehr schöne Terrasse. Hier, man sieht es von der anderen Seite aus, es wären noch die Endarbeiten, was der geschlossene Rohbau angeht, fertig gemacht. So, zuerst ganz kurz die schöne Umgebung. Ja, das ist die Aussicht. Im Prinzip, ich stehe auf dem Grundstück. So sieht es die Westseite aus. So, also die Mauer, wie gesagt, die wird natürlich dann gereinigt, sowohl der untere als auch der obere Teil. Da rechts unten könnt ihr da schon mal die Klärgrube sehen und ein Zweikammersystem. Und das ist jetzt die Südseite. So, und durch die leichte Hanglage, ihr seht, das ist ungefähr schon 80-90 cm Unterschied. Da seht ihr die andere Seite des Hauses aus. Und dahinter sieht man schon die Stromleitungen, wo es nachher die Hausanschlüsse kommen. Und hier müssen wir noch mit den Eigentümern noch mal absprechen. Also es kommt auf jeden Fall noch eine Treppe. Und da müssen wir gucken, ob wie das Grundstück etwas aufgefüllt wird oder es bleibt so mit dem etwas tieferen Garten. So, wir kommen einfach hier rein. Hier seht ihr die Terrasse. Das Mauerwerk ist sauber gemacht. Da kommen noch große Fenster. Also Türen, dahinter sieht man noch anderes Haus. So, und wir gehen einfach rein. So sieht es im verputzten Zustand aus. So. Die Böden werden natürlich gefliest, so die Wände werden logischerweise noch die Grundierung bekommen. Hier seht ihr den typischen Dachaufbau hier in Paraguay mit Dachstuhl und Keramikziegel. Thank you.
hier wird noch der Nebenausgang sein, was ich euch gezeigt habe. Hier kommt noch ein zusätzliches Zimmer. So, alles schön top verputzt. So, da kommen nachher die Fenster werden eingebaut. Hier die Aussicht aus dem Zimmer. Und das wird noch hier Ankleideraum. So. So, das war der Ausblick hier. Könnt ihr den Boden sehen? Und hier wieder Ankleideraum. Also ähnlich wie bei dem anderen Zimmer. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, etwas näher gebracht. Unsere Bauweise, wie gesagt, ihr könnt entweder Hausmodelle wählen oder als zweite Möglichkeit individuell planen. Also individuell mit uns, beziehungsweise ihr könnt euch gerne euren Entwurf senden und wir machen es einfach Kostenvoranschlag. Die zweite Möglichkeit ist, was viele auch danach fragen, um letztendlich die Preise im Griff zu haben. Die bieten ja auch solche Modelle, auch an andere Modelle als Bauträger an. Das heißt also, ihr kauft das komplette Objekt von uns. Die Möglichkeit existiert auch über Preise, aktuelle Preise. Einfach mal anrufen bzw. anschreiben. Ich sage immer wieder, also es geht immer um die 100.000 Euro. Müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Also darunter denke ich mir, braucht ihr gar nicht mal nach Paraguay zu kommen, um nach Häuser zu fragen, weil ihr bekommt schlechte Qualität. Ein Grundstück, was womöglich euch nicht gehört. Und ihr habt vielleicht Sicherheitsprobleme. Also letztendlich billig kommt teuer, von daher, man sollte es auf jeden Fall mit ungefähr diesen Kosten oder ab diesen Kosten inklusive Grundstück auch mal rechnen. Stand März 2022. So, ich verabschiede mich. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch das Haus etwas näher bringen, in Anführungszeichen. Und wenn ihr Interesse habt, entweder nur Grundstücke oder nur Häuser oder sowohl als auch inklusive alle Nebenkosten von uns, Grundstück, Haus, Nebengebäude, inklusive Hausanschlüsse zu bekommen, einfach anschreiben. Wie gesagt, sämtliche Daten gebe ich euch unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Also, vielen Dank, teilt das Video. Ich werde euch auf jeden Fall weitere Videos empfehlen und ich hoffe, dass ihr immer mit Lächeln auf eurem Gesicht den nächsten Tag erwartet. Also, bis dahin, macht's gut und wir sehen uns mit Sicherheit in Paraguay, vielleicht in der Zukunft in eurem eigenen Haus. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.